Warten Sie, Doktor, schnell! Es geht ihr ganz schlecht. Was ist denn passiert? Sie hatte einen Anfall, bekam plötzlich keine Luft mehr. Jetzt ist sie bewusstlos. Wie lange ist das her? Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe sie sofort angerufen. Frau Ambach hat einen Anfall bekommen? Was ist, Herr Doktor? Das Herz? Ja. Irgendwann macht es nicht mehr mit, was man von ihm verlangt. Sagen Sie, hier riecht es doch nach bitteren Mandeln. Nach bitteren Mandeln? Ja. Riechen Sie das nicht? Jetzt rieche ich es auch. Ich kann keinen Totenschein ausstellen, Frau Schlier. Kommt. Was ist denn passiert? Ist doch ab! Ja, Dr. Beck hier. Ich bitte um polizeiliche Untersuchung eines Todesfalls. Pension Ambach. An der Seestraße. Die Inhaberin Frau Ambach. Ob ich weiß? Ja, ich habe einen Verdacht. Gift. Es ist im ersten Stock. Guten Tag. Was zu trinken bekommen, Frau Annie. Es hat schon keinen Kaffee gegeben, ich habe Durst. Gehen Sie doch in die Küche und holen Sie sich was aus dem Kühlschrank. Darf ich Sie daran erinnern, dass es hier nicht erlaubt ist, selbst aus dem Kühlschrank etwas zu entnehmen? Ach, hören Sie doch auf. Frau Ambach ist tot, wir haben die Polizei im Haus und Sie vermissen Ihren Kaffee. Meine Ordnung vermisse ich, auf die es ankommt. Gerade in solchen Situationen. Sie sind der Hausarzt von Frau Ambach? Ja, seit 12 Jahren. Sie vermuten also Blausäure? Ja, vorbehaltlich natürlich einer genauen Laboruntersuchung dieser Tasse. Vorbehaltlich einer gerichtsmedizinischen Untersuchung der Toten. Aber der Verdacht liegt nahe, dass Frau Ambach einem Blausäureattentat zum Opfer gefallen ist. Tja, also, mehr konnte ich nicht tun. Ich überlasse Ihnen den Schauplatz. Wiedersehen. Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Hol mal ein paar Zellophantüten aus dem Wagen, das muss ins Labor. Kommen Sie bitte, Frau Schwer. Sie sind also die Wirtschafterin? Die Hausdame. Und Freundin von Frau Ambach. Seit ungefähr 20 Jahren. Ich kann es nicht glauben, dass jemand sie umgebracht hat. Es wird doch behauptet, dass man sie ermordet hat mit Blausäure. In dieser Tasse. Nach dem ersten Augenschein. Ja, sieht so aus. Das ist ganz unmöglich. Das kann nicht sein. Ich selbst habe Frau Ambach den Tee gebracht. Ach, Sie waren das? Ja, ich. Na dann erzählen Sie mal von Anfang an. Frau Ambach schläft mittags immer. Und wenn sie aufwacht, dann klingelt sie. Hat sie die Klingel am Bett? Ja. Wenn sie zweimal klingelt, dann ist es für mich. Ich war gerade in der Küche und sagte zu Anni... Wer ist Anni? Sie ist gelernte Krankenschwester. Sie betreut unsere Gäste, insbesondere Frau Ambach. Ich sagte also, bitte mach den Tee. Frau Ambach nimmt immer ihren Tee, wenn sie aufwacht. Was für ein Tee? Kamillentee. Anni machte also den Tee und ich ging hinauf mit der Bestellliste. Es dauerte ungefähr 5 Minuten. Als ich zurückkam, begegnete mir Anni auf der Treppe mit dem Tablett. Ich nahm also das Tablett und brachte es hinein und stellte es auf den Nachttisch. Und dann sind Sie wieder gegangen? Ja, um mit Anni den Einkauf zu besprechen. Plötzlich klingelt es wieder, heftig.
mehrmals hintereinander, stürmisch. Ich bin sofort hinaufgerannt und da sah ich einen Zustand und habe sofort den Arzt gerufen. Die Männer mit der Bergungsmanne sind da. Ist in Ordnung, bleib hier, dass keiner was anfasst. Kommen Sie bitte. Wollen Sie mir bitte die Herrschaften vorstellen? Ja, natürlich. Das hier ist Herr Sobak. Danke, ich kann mich selber vorstellen. Gestatten, Sobak, Oskar, Justizangestellter. Im Ruhestand natürlich, was Sie mir wahrscheinlich ansehen. Ich bin 70. Sie sind Gast hier? Ja, ist man Gast, wenn man bezahlt? Ich habe mir für den Winter hier ein Zimmer genommen. Ist teuer genug. Meine Wohnung habe ich in München, aber leider keine Ruhe dort. Lärm und Autos, Tag und Nacht. Ich arbeite nämlich wissenschaftlich. Ich schreibe sozusagen an einem Buch und habe mich deshalb hierher zurückgezogen. Ich habe mir übrigens ein Bier aus dem Kühlschrank genommen. Ja, schon gut. Frau Anni hat mir die Erlaubnis dazu gegeben, nicht, dass mir hier etwas nachgesagt wird. Daran denkt doch niemand. Waren Sie heute Nachmittag hier im Haus? Die letzten Stunden? Ja. Ja, den ganzen Tag, ja. Ach so, ja, ich sehe, Herr Derrick, Sie sind um Zeugen bemüht. Ja, wenn Sie was sagen wollen. Ja, Sie werden mir einen sehr guten Zeugen haben. Ich sagte Ihnen ja, dass ich Justizangestellter gewesen bin, jahrelang. Sagen Sie mal, Herr Derrick, ich habe da sowas von Gift gehört. Ist Frau Ambach ermordet worden? Das wird sich herausstellen. Na, hören Sie mal, habt ihr Augen im Kopf, Ohren hab ich auch. Ist Gerenne von Ärzten, Polizei mit Tatütata. Halten Sie mich ja nicht für einen Dummkopf. Das tut niemand, Herr Sobak. Sie machen einen sehr großen Fehler, wenn Sie mich für einen Dummkopf halten. Sind Sie doch bitte jetzt... Ach, schon gut. Sie wohnen ebenfalls hier? Ja, wir... Das sind Herr und Frau Kamenow. Sie wohnen seit etwa einem Jahr hier. Ist das schon ein Jahr? Fast anderthalb. Sie bewohnen ein Zimmer im ersten Stock. Herr Kamenow ist Maler. Kunstmaler. Er hat das Atelier im Dachgeschoss dazu gemietet. Sie waren ebenfalls im Haus die letzten beiden Stunden? Ja, wir waren im Haus. Wohnen noch mehr Leute im Haus? Ich wohne hier. Ich habe mein Zimmer im ersten Stock. Anni hat ihr Zimmer gleich neben der Küche. Sonst ist das Haus leer. Dies ist ein Ferienheim. Wir haben Dezember. Ich fahr schon vor. Da ist in Ordnung. Wo ist die Küche? Bitte. Das ist Fräulein Feindl, Anni Feindl. Guten Tag. Ihre Tätigkeit hier im Hause habe ich Ihnen schon erklärt. Anni, Frau Ambach ist wahrscheinlich an einem Gift gestorben, das sich im Tee befand. Aber das ist doch nicht möglich. Gift? Ja. Hören Sie, Fräulein Anni, es geht nur darum zu klären, was mit dem Tee passiert ist. Sie haben ihn gemacht. Ja. Sie waren doch dabei. Ich war nicht dabei, Anni. Wir waren beide hier im Raum, als Frau Ambach zweimal klingelte. Das heißt, ich bin aufgewacht, ich möchte meinen Tee. Ich sagte, Anni, machen Sie den Tee, und bin hinaufgegangen mit der Einkaufsliste. Und dann haben Sie den Tee gemacht? Ja. Machen Sie mal einen. Zeigen Sie uns jeden Handgriff. Was soll ich? Tee machen. Jetzt? Ja. Gut. Ich habe Wasser aufgesetzt hier in diesem Kessel. War der Kessel leer? Ja, ich habe Wasser einlaufen lassen. Tun Sie es. Dann habe ich den Kessel auf den Herd gesetzt, die Tasse geholt und den Tee. Ja, holen Sie es. Ganz normal. Es riecht.
Aber nach Camille. War jemand in der Küche, während Sie den Tee gemacht haben? Nein. War die Tür offen? Die steht meistens offen. Haben Sie irgendeine Wahrnehmung gemacht, während Sie den Tee machten? War jemand draußen? Nein, ich habe niemand gesehen. Gut, machen Sie den Tee. Ich habe ihn ziehen lassen. Frau Ambach will ihn nicht heiß. Er soll ziehen. Dann habe ich ihn stehen lassen und bin hinausgegangen. Wohin? Auf den Wäscheplatz. Ich habe Handtücher aufgehängt. Wie lange brauchten Sie dazu? Wie lange braucht man Handtücher aufzuhängen? 2, 3 Minuten. Sie sind dann wieder in die Küche zurückgegangen? Ja. War jetzt jemand in der Küche? Nein, niemand. Ist Ihnen auf dem Flur jemand begegnet? Nein. Sie haben also niemanden gehört und niemanden gesehen? Niemand. Und der Tee stand immer noch an derselben Stelle? Ja. Gut, nehmen Sie den Tee. Die Tasse stand auf einem Tablett. Ja. Bringen Sie ihn rauf. Bleiben Sie mal stehen. War jemand im Raum? Nein. Herr oder Frau Kamenow? Ich habe sie nicht gesehen. Herr Sobak? Nein. Ich war auf meinem Zimmer. Ich verbringe den frühen Nachmittag immer auf meinem Zimmer. Gehen Sie weiter. Wo trafen Sie Frau Schnell? Darf ich? Hier. Was sagten Sie zu ihr? Geben Sie mir das Tablett, ich bringe den Tee. Was haben Sie? Ich begreife es jetzt. Ich selbst habe ihr das Gift gebracht. Gehen Sie weiter. Wo haben Sie das Tablett abgestellt? Da auf den Nachttisch. Stellen Sie es ab, bitte. War Frau Ambach wieder eingeschlafen? Sie hatte die Augen geschlossen. Ich sagte, hier ist dein Tee, Charlotte. Hat sie geantwortet? Sie öffnete die Augen und nickte. Bitte. So, wie viel Zeit verging nun bis zu diesem heftigen Klingen, von dem Sie gesprochen haben? Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht 5 Minuten. Ist Ihnen jemand begegnet, als Sie runtergingen? Nein. Wer wohnt hier oben? Herr Sobak und die Kamenows. Herr Kamenow hat sein Atelier dort oben. Lassen Sie mich einmal überlegen, was die Polizei vielleicht auch überlegen sollte. Aber bitte, Freund Andi, kommen Sie doch her. Setzen Sie sich. Also, die Tasse stand ungefähr 3 Minuten allein in der Küche. Niemand von uns wird die gute Anni verdächtigen. Fräulein Anni und Gift, das passt nun wirklich nicht zusammen. Also keine Angst, meine Gute. Sogar ich würde als Entlastungszeuge auftreten. Ich würde Sie schildern als völlig, völlig unbedarft, als jemand, der für ein Verbrechen überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, für Schikanen, ja, die beherrschen Sie. Darin sind Sie sogar so etwas wie ein Meister für Mord. Haben Sie doch kein Format. Außerdem kein Motiv. Dennoch würde ich sagen, in der Küche ist es geschehen. Und dort hat der Mörder das Gift in die Tasse getan. Ja, die Frage ist nur, wer war in der Nähe? Paul Eduard, das ist aber wirklich... Das muss ich auch sagen. Ach, keine Sorge. Sie kommen nun wirklich nicht in Frage.
Kann ich Sie mal sprechen? Aber sicher, da warte ich schon lange drauf. Können wir auf Ihr Zimmer gehen? Bitte. Zur fraglichen Zeit, danach wollen Sie doch sicher fragen nach der fraglichen Zeit. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sagen Sie, haben Sie sie schon fixiert? Ich habe nachgedacht und komme auf 3:10 bis 3:13 als Tatzeit. Tatzeit ja, das ist, wäre für mich der Zeitpunkt, an dem der Täter dem Tee die Blausäure hinzugefügt hat. In der Küche selbstverständlich, ja. Ich habe alle Ihre Recherchen verfolgt und meine Schlüsse gezogen, als ein in diesen Dingen erfahrener Mann. Sie arbeiten hier, sagten Sie? Ja, wie Sie sehen. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass ich Justizangestellter war. Ich habe 20 Jahre in Gerichtssälen verbracht. Ich kenne mich in Prozessen aus, besonders in Mordfällen. Es ist kein großer Mordfall, an dem ich nicht teilgenommen hätte. Ich habe die Angeklagten vorgeführt, ich habe die Zeugen aufgerufen. Ich habe Kontakte zu den Rechtsanwälten gehabt. Die ganze Szene ist mir bekannt. Sie sagten, Sie schreiben ein Buch. Ja, über meine Fälle, ja. Sie sehen, ich habe mich versorgt mit allen Unterlagen. Ich habe alle Zeitungsberichte ausgeschnitten, meine persönlichen Notizen, die ich den Jahrenacht angelegt habe. Es handelt sich nur um Mordfälle. Ja, warum nur um Mordfälle? Sie fragen vielleicht, weil es die interessantesten sind. Herr Sobak, Sie sind ein erfahrener Mann, wie Sie sagten. Ich kann doch sicher auf Ihre Hilfe rechnen. Aber uneingeschränkt. Na, das ist fein. Geben Sie uns bitte einmal eine Schilderung von Frau Ambach. Ach so, ja, ich verstehe. Sie sind auf der Suche nach dem Motiv. Ja. Ja, also Frau Ambach ist eine reizende Frau. Eine Dame mit einer gewissen Attitüde. Sie verstehen mich? Ja, ja. Haltung, in der sich sogar eine gewisse Arroganz ausdrückte. Wissen Sie, der ganze Besitz hier ist eine Menge wert. Es gehören Wiesen dazu, ein Wald, ein Grundstück am See. Ja, und das, so etwas gibt der Stimme einen anderen Klang. Und diesen anderen, diesen besonderen Klang, den hatte sie nicht. Den wandte sie auch an bei Leuten, die sie nicht mochte. Streit mit irgendjemandem? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht mit Ihrer Enkelin? Was für Verwandte hat sie noch? Ja, soweit ich weiß, niemanden sonst, bis auf die Enkelin. Ja, sie wohnt in München, die kommt ab und zu kommt sie her. Und das Verhältnis zu ihr ist nicht besonders? Nein, Feuer und Wasser, wissen Sie? Auf der einen Seite eine Dame und auf der anderen Seite eine... Naja, also was soll man da sagen? Was sind denn das für Mädchen heutzutage? Unschuldig ist da keine. Das wohl ganz bestimmt nicht. Wie war das Verhältnis zwischen Frau Ambach und Frau Schlör? Ich habe mal Leuten hören, dass Frau Ambach Frau Schlör im Testament bedacht hat. Sie hat ja auch immer getan, was die alte Dame wollte. Und sie wusste auch wohl, warum. Ja, da läge ein Motiv. Hm? Die soll nämlich den ganzen Kram hier bekommen, zusammen mit der Enkelin. Na? Was sagen Sie denn dazu? Jetzt zu den Kamenows. Oh, Kamenow. Also wissen Sie, ich kenne mich mit Mördern aus und das mindestens ebenso gut wie Sie. Kamenow ist nicht der Typ dafür. Wissen Sie, ich mache bei Menschen eine Einteilung, eine sehr grobe Einteilung natürlich, aber aufschlussreich. Ich teile die Menschen ein... Täter die einen, in Opfer die anderen. In geborene Täter die einen, in geborene Opfer die anderen. Nicht? Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Kamenow ist immer nur ein Opfer, nie ein Täter, weil es nicht in ihm liegt. Ja, dabei hätte er ein Motiv. Frau Ambach hatte ihm nämlich gekündigt, er soll noch vor Weihnachten hier raus. Weihnachten ist das Haus hier nämlich immer sehr voll und er hat seit Monaten seine Miete nicht mehr bezahlt. Wo waren Sie? Was bitte? Naja, in der Zeit zwischen 3:10 und 3:13. Was, ich? Ich war auf meinem Zimmer, ich lag auf dem Bett. Besten Dank, Herr Sobak. Moment mal. Reicht Ihnen das schon? Ja, danke. Ihre Einteilung Täter-Opfer, wie sehen Sie sich denn?
stellen Sie denn für eine Frage? Ich? Als Opfer jedenfalls nicht. Das ganz bestimmt nicht. Mhm. Gefallen mir sehr gut Ihre Bilder. Das freut mich. Ich male Seestücke. Ich habe mich spezialisiert auf Ansichten vom See. Deswegen wohnen wir ja hier. Ich habe eine besondere Beziehung zu Wasser. Zu Himmel natürlich auch. Und wenn Sie das Glück haben sollten, irgendwo ein Bild von mir zu sehen, dann ist das ein Seestück. Können Sie davon leben? Leben? Na ja, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Sehen Sie, Seestücke sind nicht immer gefragt. Manchmal sind sie in Mode, da kann ich nicht genug herbringen. Und manchmal, da will man sie einfach nicht. Momentan, da will man sie nicht. Frau Ambach hat Ihnen gekündigt. Ja, vor Weihnachten. Stellen Sie sich das mal vor. Kann man einen Menschen vor Weihnachten auf die Straße setzen? Wir haben ihr gesagt, wir haben keine Bleibe. Wir wissen nicht, wohin. Wir haben ihr ganz offen unsere Lage geschildert. Ich habe gesagt, sehen Sie doch die Bilder da. Aber sie hat gesagt, das ist keine Sicherheit für Sie. Sie konnten Frau Ambach auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Nein. Wo waren Sie? Ungefähr 10 Minuten nach 3. Hier. Ich habe gemalt. Hier, die Farben sind noch frisch. Und wo waren Sie, wenn ich fragen darf? Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo Sie waren. Da, sehen Sie? Da unten, den Steg mit der Badehütte. Da war sie. Da sitzt sie gerne und füttert die Schwäne, die Enten und die Vögel. Ja, ja. Haben Sie sich überzeugt? Ja. Kann ich mich hier ein bisschen umsehen? Aber natürlich, bitte, nur zu. Sie haben 2 Zimmer, nicht wahr? Ja, das Schlafzimmer ist in der unteren Etage. Ja. Mhm. Terpentin. Haben sich Ihre Probleme nach dem Tod von Frau Ambach gelöst? Wie meinen Sie das? Werden Sie ausziehen? Nun, ich denke, nein. Da hat sich schon etwas geändert. Nein, wir bleiben hier. Wer bestimmt denn jetzt darüber? Was weiß ich. Spielt doch gar keine Rolle. Wir werden nicht ausziehen. Na? Nichts. Wann kamen Sie von Ihrem Spaziergang zurück? Sie wollen die Uhrzeit wissen? Ja. Die kann ich Ihnen nicht sagen. Auch nicht ungefähr? Auch nicht ungefähr. Waren Sie im Haus, als Dr. Beck gerufen wurde? Ja. Ja, da war sie schon da. Kamen Sie durch den Haupteingang ins Haus zurück? Wir nehmen immer den Haupteingang. Ich habe zwar Ihre Frau gefragt, aber trotzdem danke. Na? Sobak hat recht. Sie sind keine Tätertypen. Nein, obwohl ein schwaches Motiv zu sehen ist. Wenn das ihm gekündigt wurde, reicht das für einen Mord? Ja, das reicht schon für einen Mord, danke. Was wollen Sie? Ist es nicht erlaubt, auch mal die Nerven zu verlieren? So einer Situation. Bitte gehen Sie! Warum ist dieser außer sich? Was ist denn da passiert?
Entschuldigen Sie, ich bin schon wieder in Ordnung. Haben Sie Ihre Vernehmung beendet? Hat sich irgendwas herausgestellt? Ja, eigentlich nichts Wesentliches. Es ist Zeit, ich muss wieder hinunter. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Sobak. Sie haben heute keinen Kaffee bekommen. Das wird natürlich sofort nachgeholt. Die traurigen Ereignisse sollen keinen Einfluss haben auf den Tagesablauf. Das wäre auch nicht im Sinne von Frau Ambach. Bitte holen Sie die Kamenows. Anni! Bitte machen Sie den Kaffee. Ich richte dabei das Geschirr. Was ist, verstehen Sie doch da. Gehen Sie in die Küche, haben Sie verstanden? Frau Schlöhr. Wir sollten jetzt die Enkelin verständigen. Wie kann man sie erreichen? Sie hat Telefon. Soll ich sie anrufen? Es ist besser, sie erfährt es von mir als von der Polizei. Na ja, gut, wie Sie wollen. Hallo? Bitte, kann ich Fräulein Ambach sprechen? Ist nicht da. Würden Sie ihr bitte etwas ausrichten? Was ist denn? Lassen Sie Anni! Sie kommt schon wieder zu sich. Anni, was machen Sie für Geschichten? Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Die Kanne, ich habe sie fallen lassen. Das ist doch nicht wichtig. Sie soll sie ein bisschen hinlegen. Kommen Sie. Dankeschön. Gehen Sie auf Ihr Zimmer, ich mache schon den Kaffee. Legen Sie sich was hin. Ja, danke. Es wird ja ausgerichtet. Anni, geht es nicht gut. Aber Sie bekommen trotzdem Ihren Kaffee. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wo? Wo Sie wollen. Dann möchte ich am Kamin sitzen. Natürlich. Komm, Elvira, wir nehmen doch Platz. Mir ist es egal, wo ich sitze. Hauptsache, ich kriege endlich meinen Kaffee. Hoffentlich kriegt er dann bald. Hm. Ja, also ich fahre jetzt los, warte auf die Enkelin und höre die ein bisschen um. Könnte sich lohnen. Pension Ambach? Frau Schlöhr? Ist Fräulein Ambach? Ihr Sohn. Hat er gesagt, was er will? Ist meine Mutter zu sprechen, hat er gesagt. Was willst du? Martin, ich muss dir etwas mitteilen. Frau Ambach ist tot. Und wie es aussieht, ist sie vergiftet worden. Ja, du hast richtig gehört. Vergiftet. Entschuldige, ich bin nicht in der Lage, dir zu erzählen, wie es passiert ist. Du musst nicht herkommen, Martin. Ich brauche keine Hilfe. Es geht mir gut. Ja, ich gehe jetzt, Frau Schlöhr. Herr Klein wird auf Fräulein Ambach warten. Ja. Übrigens, das Zimmer oben, das ist versiegelt. Das darf nicht betreten werden. Ja, schon gut. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie die Störung. Ja. Aber keine Ursache. Endlich passiert doch mal was. Also, ich schicke dir einen Wagen aus. Mhm. Aber ruf auf jeden Fall noch an. Hallo. Hallo, einen Moment bitte. Ich muss Ihnen etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Die Art und Weise, wie der Herr Sobak sich benimmt, herausfordernd. Danke, Herr Kamenow. Nehmen Sie den Hinweis ernst. Der Herr Sobak hat sein Benehmen völlig geändert. Ich sagte ja, danke, Herr Kamenow. Bitte. Sieht so aus, als würdest du einen interessanten Abend haben. Meinst du? Ciao. Servus. Vielen Dank, Frau Schlöhr. Ach, schenken Sie mir doch auch noch einen Schluck ein, Frau Schlöhr. Danke. Ich glaube, den können wir alle notwendig gebrauchen. Uns allen ist der Schreck in die Glieder gefahren, nicht wahr, Ami? Aber nicht alle haben Grund, gleich in Ohnmacht zu fallen. Sie nicht, Herr Kamenow. Was wollen Sie damit sagen? Ach, wissen Sie, ich habe über 100 Prozesse mitgemacht. Ich habe die Arbeit der Staatsanwälte verfolgt. Ich kenne mich da aus, wissen Sie. Sie und Ihre Frau,
Sie gehören zu denjenigen, denen der Tod von Frau Ambach etwas nützt. Wissen Sie, bei Mordfällen, da ist das immer die erste Frage, die man stellt. Wem der Tod eines Menschen Vorteile bringt, und Ihnen bringt er doch Vorteile. Ja. Glauben Sie, ich hätte nicht gehört, wie Sie gesagt haben, jetzt bleiben wir, jetzt kann uns niemand mehr hinauswerfen? Hören Sie auf, ich verbitte Ihnen, so zu reden. Sie bleiben doch, nicht wahr? Oder nicht? Ja, ganz recht. Wir bleiben. Also, Ihr Problem hat sich doch gelöst. Frau Schlöer. Paul Eduard, bitte. Lass mich, ich werde doch noch sagen dürfen, dass sich unser Problem gelöst hat. Wir behalten die Zimmer. Nicht wahr, Frau Schlöer? Ja, Sie behalten sie. Und nicht nur über Weihnachten, nicht nur für ein paar Wochen. Wir können hier wohnen, solange wir wollen. Ist das richtig, Frau Schlöer? Ja, das ist richtig. Ich lege Wert darauf, dass das von allen zur Kenntnis genommen wird. Besonders von Ihnen, Herr Sobak. Und wenn ich trinke, dann trinke ich auf mein Wohl. Das könnten Sie auch nötig haben. Ich hab dir doch gesagt. Du hast mir erzählt, was passiert ist. Da habe ich Anita angerufen und bin gleich hergefahren. Du kannst doch gar nicht glauben. Oma ist tot, ermordet worden. Wie ist denn das passiert? Anita ist es, die Enkelin. Und Martin Schlöer. Dann ist es besser, wir ziehen uns zurück. Wahrscheinlich haben Sie allen Grund dazu. Ja. Was ist, Mama? Komm zu dir. Schon gut. Es geht schon wieder. Nur eine kleine Schwäche. Schon vorbei. Das ist Herr Klein, ein Kriminalbeamter. Er hat auf Anita gewartet. Das ist mein Sohn, Martin. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Anita rübergefahren. Kann ich mal mit Ihnen beiden sprechen? Vielleicht zuerst mit Ihnen? Mir ist aber schrecklich kalt. Hier kommen Sie, wir setzen uns vor den Kamin. Sie wundern sich vielleicht, warum ich nicht in Tränen ausbreche. Aber der Typ bin ich nicht. Weinen? Das konnte ich noch nie, noch nicht mal als Kind. Außerdem mochte ich die alte Dame nicht. Und sie mich nicht. Es beruhte also auf Gegenseitigkeit. Nein, im Ernst. Wir konnten nichts miteinander anfangen. Für mich war sie jemand, der wie auf einem anderen Stern lebt. Was machen Sie eigentlich? Ich meine beruflich. Fragen Sie denn danach? Das hat sie mich auch immer gefragt. Was tust du? Irgendwas muss man doch tun. Ich tue nichts. Tja, und wovon leben Sie? Auch so eine dämliche Frage. Tja, manchmal muss man dämlich fragen. Hat Ihre Großmutter Sie unterstützt? Ein paar Mark im Monat nicht der Rede wert. Gerade so viel, dass ich mein Zimmer in München bezahlen konnte. Also Ihre Beziehung zu Ihrer Großmutter war nicht besonders. Aber ich sage Ihnen doch, sie mochte mich nicht und ich mochte sie nicht. Sie war arrogant und böse. Dasselbe sagte sie übrigens von mir. Und, sind Sie es? Ich weiß nicht, ob ich es bin. Vielleicht hatte sie recht. Sagen Sie, wissen Sie, wer das alles hier mir erbt? Ja, das weiß ich. Weil meine Großmutter es mir gesagt hat. Sie sagte, mein Kind, in deine Hände kann ich das nicht geben. Du würdest alles verkaufen und das Geld verschleudern. Genau das würde ich tun. Frau Schlöer bekommt die Hälfte und führt das Haus, das nicht verkauft werden darf, weiter. Wisst ich von der alten Dame nicht? Ich bin als Miteigentümerin eingetragen und habe nichts davon. Tja, das war der Moment, wo ich sagte, Omi, du bist böse. Worauf sie grinste und sagte, ich weiß, mein Kind. Was machen Sie jetzt? Ich werde Frau Schlöer überreden, den ganzen Schuppen und alles, was dazugehört, zu verkaufen. Von jeweils der Hälfte können wir beide gut leben.
Sehr gut kenne ich die Verhältnisse in diesem Hause nicht. Ich bin zwar manchmal hier, aber zu den Gästen habe ich keine Beziehung. Ich habe nur meine Mutter besucht. Aber Sie kennen Anita? Natürlich, schon sehr lange. Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Sie verstanden sich nicht mit Ihrer Großmutter? Nicht besonders. Aber mit der alten Dame konnte man sich auch nicht verstehen, wie Sie das nennen. Sie war... arrogant und böse. Ja, so ungefähr wollte ich das ausdrücken. Dachte Ihre Mutter auch so? Wissen Sie, meine Mutter hat 20 Jahre lang dieser Frau jeden Wunsch erfüllt. Getan, was sie wollte. Sie war zwar die Wirtschafterin, die Hausdame, aber genau genommen war sie eine Sklavin. Entschuldigen Sie, haben Sie eine bestimmte Absicht mit dieser Frage? Ja. Im Verhalten Ihrer Mutter nach dem Mord gibt es einige Merkwürdigkeiten. Was nennen Sie einige Merkwürdigkeiten? Entschuldigen Sie. Jetzt sage ich aber kein Wort weiter. Derek. Ah, Harry. Du, ich habe vorhin mit der Enkelin gesprochen. Das ist vielleicht eine Selbstbewusste. Ganz direkt, keine Ausflüchte, gar nichts. Sie hat ihre Großmutter zwar nicht gemocht, aber gibt es auch ganz offen zu. Hat sie ein Alibi? Hat sie eins oder hat sie keins? Also keins. Ja, trotzdem glaube ich nicht, dass sie in Frage kommt. Moment mal. Ja, wenn Sie mithören wollen, kommen Sie ruhig rein. Übrigens werde ich heute Nacht hierbleiben. Frau Schlö hat mir ein Zimmer gegeben. Ist gut, Harry. Stirbt man an Blausäure? Das Gewebe erstickt. Und in der Folge tritt Atemnot auf. Man kriegt keine Luft mehr, es gibt fürchterliche Krämpfe, bis das Atemzentrum gelähmt ist. Aus. Exitus. Anni hat den Tee gemacht, nicht wahr? Ja. Sie hat den Tee in der Küche auf dem Tisch stehen lassen. Der sollte noch ein paar Minuten ziehen. Und Sie nehmen an, der Mörder hat diese Zeit benutzt? Ja, muss er wohl. Wissen Sie, Anni benimmt sich sonderbar, aber nicht nur Sie, auch Frau Schlöhr. Erst dachte ich, es ist der Mord an und für sich, der Sie erschüttert hat. Aber das ist es nicht. Oder nicht allein. Sie haben beide schreckliche Angst. Ich weiß nicht, warum und auch nicht wovor. Ich merke es nur, dass Sie sich irgendwie nicht normal verhalten. Und als sie mich sah, da hatte sie sowas wie Panik in den Augen. Tja und? Was schließen Sie daraus? Ich werde Sie fragen, warum sie sich so benimmt. Und zwar jetzt gleich. Kommen Sie mit? Also gut, wenn Sie meinen. Moment mal. Was ist? Hören Sie? Jemand in der Tür von Anni. Soll ich nicht machen? Da kommt jemand den Gang entlang. Ja, was tun Sie denn, Herr Kamenow? Nichts. Nichts. Ich hatte Durst. Ich suchte etwas zu trinken. Ja, warum machen Sie dann kein Licht? Ich wollte niemanden stören. Sie waren nicht in der Küche. Sie waren im Zimmer von Anni.
Ja, ja, aber sie ist nicht in ihrem Zimmer. Was wollten Sie von ihr? Sie hörte, ja, ich suchte etwas zu trinken. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass die Küche abends abgeschlossen wird. Jedenfalls war das der Brauch bisher. Warten Sie. Anni? Sie ist wirklich nicht in ihrem Zimmer. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Oder wollen Sie mich als Lügner hinstellen? Kommen Sie. Was wollen Sie? Was passiert hier? Was habt ihr denn so Wichtiges zu besprechen jetzt in der Nacht? Na, was denn wohl? Glaubst du, dass die beiden schlafen können? Die werden kein Auge zutun heute Nacht. Das ist ja auch nicht schwer zu verstehen. Für mich wenigstens nicht. Martin hat recht. Wir sitzen hier, weil wir nicht schlafen können. Wir werden es aber jetzt versuchen. Anni schläft bei mir auf dem Sofa. Ich wollte ihr gerade ein Bett zurechtmachen. Bitte fahr jetzt nach Hause. Mach dir keine Sorgen um uns. Es ist nicht nötig. Gute Nacht. Du musst das verstehen. Sie sind verstört, beide. Schließlich liegt der Verdacht auch auf Ihnen. Ich habe nur versucht, Sie zu beruhigen. Sie bleiben noch hier? Ja, ich bleib noch hier. Da kann ja nichts passieren. Ich darf mich verabschieden. Martin! Ja? Anni und deine Mutter, worüber haben Sie gesprochen? Sie haben doch was besprochen. Sie haben nichts besprochen, gar nichts. Du darfst nichts sagen. Stimmt's? Mach dir keine unnötigen Gedanken. Gute Nacht. Er sagt, er weiß nichts. Also, ich glaube mir nicht. Hallo? Ja, ich bin's nochmal, Harry. Ja, ich bin noch im Büro. Was ich mache, ich spiele im Sandkasten. Ich schiebe Namen hin und her. Sag mal, die Frau Kamenow, das ist doch die Einzige, die nicht im Haus war, die um die Teezeit herum vom Bootshaus her das Haus betreten hat. Nicht wahr? Ja, und weiter? Ja? Ja, und was schließt du daraus? Es könnte doch sein, dass Frau Kamenow den Täter gesehen hat. Oder dass sie eine Beobachtung gemacht hat, die es ihr ermöglicht, auf den Täter zu schließen. Also kurz, die Kamenows, die müssten doch etwas wissen. Vielleicht haben Sie jemanden in der Hand. So sehr in der Hand, dass Sie sich um den weiteren Verbleib in der Pension keine Sorgen mehr zu machen brauchen. Was hältst du davon? Ja, du hast recht. Ich werde noch mal mit Ihnen reden. Wer war's? Mein Kollege. Gehen Sie schlafen jetzt. Ich muss rauf zu den Kamenows. Aber erst schenken Sie mir noch eine Zigarette, ja? Hier. Bedienen Sie sich. Ich hab's Telefon gehört. Wer war am Apparat? Die Polizei. Herr Klein hat mit seinem Kollegen gesprochen. Weißt du, worum es ging? Wo ist er? Er wollte noch mal mit den Kamenows sprechen. Warum starrst du mich so an? Gesagt, was Sie wissen? Natürlich. Und nichts verschwiegen? Überhaupt nichts. Wie kommen Sie darauf? Und Sie? Sie auch nicht. Wir haben gesagt, was wir wissen und nichts hinzuzufügen. Bitte gehen Sie und lassen Sie uns unseren Frieden. Wir sagen nichts. Wir haben nichts zu sagen.
Na? Wir haben wohl alle keine sehr gute Nacht gehabt, wie? Ich habe sie beide hin und her gehen hören. Na und, ist das verboten? Na, Gewisper und Geflüster im ganzen Hause. Schritte auf den Treppen, Türen sind gegangen. Haben Sie das alles mitbekommen, ja? Ja, ich habe das gehört. Bin ja selber hin und her gegangen. Ja, aber Erkenntnisse haben Sie daraus nicht gezogen, wie? Ich habe jedenfalls meine Tür abgeschlossen, zum ersten Male übrigens. Ach, von Anni, schenken Sie mir noch einen Schluck Kaffee ein, der ist heute nämlich besonders gut. Obwohl ich zugebe, dass ich ihn untersucht habe. Auf Geruch und Geschmack. Du lieber Himmel, was denn los? Das kann doch in diesem Hause niemanden verwundern. Kann man denn diesem Mann nicht den Mund verbieten? Grüß dich. Grüß dich. Du, ich glaube, dass du mit deiner Theorie recht hast. Na, dann schickst du mal raus. Okay. Bleibst du im Haus? Ja. Ja, bitte. Guten Morgen. Morgen. Kommen Sie mal mit. Was will der denn von meiner Frau? Der kann sie doch nicht alleine vernehmen. Warum tut er das? Er wird schon seine Gründe haben. Bitte? Also hier haben Sie die Enten gefüttert, nicht wahr? Ja, hier. Genau hier. Sie brauchen nicht nervös zu sein, Frau Kamenow. Ich will nur von Ihnen wissen, was gestern geschehen ist. Sie waren allein hier? Ja. Haben Sie Angst davor, die Wahrheit zu sagen? Gut, also gegen 3 Uhr oder kurz danach entschlossen Sie sich, ins Haus zurückzugehen. Ja. Kommen Sie, gehen wir. Es ist doch unfair, auf meine Frau einzureden. Das tut er doch, oder? Oder was macht er? Warum mischen Sie sich nicht ein? Sagen Sie etwas, tun Sie etwas. Gut, dann werde ich etwas tun. Sie werden gar nichts tun, Sie bleiben hier. Setzen Sie sich. Das ist doch merkwürdig, Frau Kamenow. Je näher wir dem Haus kommen, umso bedrückter werden Sie. Was ist passiert? Was haben Sie gesehen? Sagen Sie es. Sagen Sie es. Ich hatte die Papiertüte noch in der Hand, in der das Futter war. Und ich wollte zu den Mülltonnen gehen und sie hineinwerfen. Da sah ich in die Küche hinein und ich sah Anni und dass ich Besuch hatte. Der Sohn von Frau Schlör war bei ihr und ich sah, wie sie den Tee aufgoss und wie sie sich küssten und wie Anni hinausging und wie Martin... Harry, der Sohn von Frau Schlöhr. Sie wissen, dass Ihr Sohn gestern Nachmittag hier war? Bei Anni Feindl. Fräulein Anni? Wo ist sie? Weg. Sie hat das Rad genommen. Thank you.
dass er da war. Ich wusste es wirklich nicht. Er muss das Gift in den Tee getan haben, als Anni auf dem Wäscheplatz war. Auch Anni wusste nicht, was er getan hat. Erst als Frau Ambach tot war, sagte mir Anni, dass Martin da gewesen ist. Und dieser Junge, warum hat er das getan? Er konnte es nicht erwarten, Geld in die Finger zu kriegen. Geld, 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 immer nur Geld. Anni und Sie vereinbarten also zu schweigen. Er ist doch mein Sohn. Begreifen Sie das nicht? Er ist doch mein Sohn. Und Anni? Anni. Sie liebt ihn. Was ist mit den Kamenows? Sie haben doch gemerkt, dass verschwiegen wurde, dass Martin hier war. Obwohl Frau Kamenow ihn gesehen hat. Herr Kamenow sagte zu mir, Frau Schlür, von mir erfährt niemand etwas. Dafür werden Sie sich ja wohl revanchieren. Sie wissen ja, was er wollte. Und mit so etwas lebt man unter einem Dach. Das können Sie ja ändern. Bitte? Wenn Sie auf meine Mitarbeit verzichten wollen, Frau Schlör, ich kündige. Wo kann Anni hingefahren sein? Vielleicht zu Ihrem Bruder. Er hat einen Bauernhof hier in der Nähe. Bitte kommen Sie. Martin! Martins Auto und Annis Fahrrad. Herr Feindl, wo ist Ihre Schwester? Seien Sie vorsichtig, bleiben Sie oben. Bleib zu ihr. Martin ist ein Fenster, der spricht nicht so oder so. Finden Sie. Sonst schieße ich. Sie werden keinen zweiten Mord begehen. Stefan. Giftmischer sind von Natur aus feige. Sie werden nicht schießen. Bleiben Sie stehen! Zum letzten Mal. Verschwinden Sie. Soll ich Ihre Mutter rufen? Sie ist unten. Geben Sie mir die Waffe. Sag mal,
Bist du denn verrückt? Bleibst du zurück? Martin! Martin! Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie das erschossen? Er hat sich selbst erschossen, Frau Schlöhr. Ich habe es nicht verhindern können. Thank you.